Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der Pressekonferenz heute zur Vorstellung des neuen Buches von Peter Seewald, des Gesprächsbuches mit Papst Benedikt. Sie alle haben in den letzten Tagen in den Medien auch schon viel darüber gelesen, gehört, zum Teil auch selber geschrieben. Herzlich willkommen hier in diesen wunderbaren Räumen des Münchner Literaturhauses mit freiem Blick auf die Theatinerkirche, leider seit geraumer Zeit eingerüstet. Ein guter Ort, um dieses Buch heute vorzustellen und über dieses Buch heute zu diskutieren. Literaturhaus, Bücher, auch wenn immer wieder über das Thema Buch als dauerhaftes, nachhaltiges Medium gesprochen wird, so zeigt sich sowohl in der Belletristik wie auch im Sachbuch, Bücher ist das Richtige, ist das Entscheidende, ist das gewichtige Medium, und Bücher, das ist das Medium, in der Botschaften nicht sofort verhallen, sich nicht sofort versenden, sondern doch dauerhaft Bestand haben. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Hans-Peter Übleis. Ich darf mich heute hier sozusagen in doppelter Funktion freuen, Sie zu begrüßen. Einerseits als Verleger von Drömer, bei dem dieses Buch erschienen ist. Am Donnerstag letzter Woche war der Erstverkaufstag. Und andererseits in meiner sozusagen ehrenamtlichen Nebenfunktion hier auch als Vorsitzender des Vorstandes des Münchner Literaturhauses. Bin also sozusagen Ihr doppelter Gastgeber und Begrüßer. Ich darf als allererstes begrüßen Kurienerzbischof Dr. Georg Genswein, Präfekt des päpstlichen Hauses und Privatsekretär von Papst Benedikt. Wir freuen uns ganz besonders, dass er heute zu uns gekommen ist, um über dieses Buch zu sprechen, um darüber auch mit Peter Seewald und mit Ihnen zu diskutieren und um seine, auch aus seiner Insiderkenntnis, niemand oder fast niemand kennt Papst Benedikt so gut wie Erzbischof Genswein, mit uns darüber zu sprechen. Peter Seewald sitzt neben ihm, Autor. Peter Seewald hat sicherlich etwas zustande gebracht, was man als historisch bezeichnen kann. Sie alle wissen, wir in den Medien, das im Buchverlage durchaus einbezogen, scheuen durchaus den Superlativ nicht. Das Schönste, das Tollste, das Einzigartigste, historisch, ein historisches Buch. In diesem Fall, in aller Bescheidenheit, darf man, glaube ich, sagen, dieses Buch, Letzte Gespräche, ist ein historisches Buch. Noch niemals, wie wir alle wissen, oder zumindest seit 1000 Jahren nicht, gab es einen Papst Emeritus, und schon gar nicht gab es einen Papst, der über sein eigenes Pontifikat, über sein eigenes Sein, über seine Jugend, über seinen Weg zu Gott und zu auch in den Vatikan so ehrlich und so offen Auskunft gibt wie in diesem Buch. Und es ist das Verdienst von Peter Seewald, sich über Jahrzehnte das Vertrauen von Benedikt erarbeitet zu haben. Vor genau 20 Jahren ist das erste gemeinsame Gesprächsbuch Salz der Erde, 1996 erschienen, dem mit Gott und die Welt und Licht der Welt zwei weitere Gesprächsbücher folgen. Die letzten Gespräche ist das vierte Gesprächsbuch von Papst Benedikt. Die ersten waren noch mit Kardinal Ratzinger und Peter Seewald. Peter Seewald ist darüber hinaus als Publizist auch mit der großen Jesusbiografie, mit anderen Büchern, unlängst mit dem Buch Gott ohne Volk gemeinsam mit Bischof Oster in Erscheinung getreten. Er hat dem Papa Emeritus, mutige Fragen gestellt, und wer das Buch gelesen hat, weiß, dass ebenso offene, ehrliche und mutige Antworten auch gekommen sind. Die Bandbreite des Buches reicht von Kindheit, Jugend, vom theologischen Teenager, als der Ratzinger bezeichnet wurde, von keinem Geringeren als Johannes dem 23., über seinen Weg als Theologe, über seinen Weg nach Rom, bis hin zum Papa Emeritus. Und wir sehen in einer unglaublichen Nähe und Offenheit hier den Papst, der als Wahlspruch Mitarbeiter der Wahrheit in seinem Wappen hatte. In dem Buch kommt seine Bescheidenheit, seine Demut, sein Glaube, sein Zweifel, seine Verantwortung und immer wieder auch das Wort Dienst
sehr deutlich raus und sehr deutlich als wesentliche Charaktermerkmale von ihm. Er spricht natürlich auch über die Krisen, er spricht über die Gründe für den Rücktritt, er spricht über seinen Nachfolger Papst Franziskus und er spricht auch über Begegnungen mit Obama, mit Putin, mit Fidel Castro und vielen anderen. Ein wirklich historisches Buch von bleibendem Wert. Man wird über dieses Buch, wenn man das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. Rückwirkend betrachten wird, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren, wird man sicherlich an diesem Zeitdokument nicht vorbeikommen. Wir haben heute die Gelegenheit, uns darüber ausführlich zu beschäftigen. Herr Schöberl, Tilman Schöberl vom Bayerischen Rundfunk, wird die Moderation leiten und uns durch die nächste 1-2 Stunden führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Hans-Peter Übeleis. Dankeschön, meine Damen und Herren, dass Sie heute den Weg hier ins Literaturhaus gefunden haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass Sie mit dabei sind. Und Herr Übeleis, gute Arbeit auch im Stiftungsvorstand. Ich glaube, das Literaturhaus München ist direkt eine Perle hier in der Innenstadt und jeder kommt gerne hin. Und wir freuen uns, dass wir unsere Pressekonferenz heute hier halten können. Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung, bevor sich jetzt der eine oder andere wundert, warum ich jetzt hier vorne stehe. Normalerweise bin ich ja beim Bayerischen Rundfunk, mache der Hörfunk für Bayern 1 und die Bürgersendungen im BR Fernsehen. Ich kenne aber den Peter Seewald schon seit vielen, vielen Jahren, schätze seine Arbeit sehr und wir sind auch seit vielen Jahren befreundet, haben auch bei den Salesianern Don Boscos schon mal zusammengearbeitet im Stiftungsvorstand und als er mit dem Bischof Stefan Oster sein letztes Buch präsentiert hat, hat er mich auch gebeten, damit dabei zu sein. Da haben wir eine schöne Veranstaltung in Altötting gemacht und wir kennen uns wirklich schon seit geraumer Zeit und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein kann. Noch dazu, das haben wir gerade schon gehört in den einführenden Worten, das Buch ist, glaube ich, wirklich eine Sensation, das kann man jetzt mal ohne Übertreibung sagen, denn dass die Bild-Zeitung dreimal hintereinander eine ganze Seite freiräumt und dann wird nur über dieses Buch gesprochen, das ist, glaube ich, schon auch eine Seltenheit. Und deswegen ist es ein Buch, das definitiv auch seine Schlagzeilen machen wird und auch seine Kreise ziehen wird. Die Punkte, die im Buch angesprochen wurden, die haben wir gerade schon gehört und da werden wir uns nachher auch noch ein bisschen vertiefend hier oben auf unserem Podium unterhalten. Und wenn Zeit und Gelegenheit ist, auch gerne von Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ein paar Fragen. Werden wir schon versuchen, diese Fragen auch aufzunehmen, wenn Sie zum Buch oder zum Autor oder zum Inhalt noch eine Frage haben, dann machen wir das natürlich gerne hier. Aber wir wollen natürlich auch beginnen. Auch er ist gerade schon vorgestellt worden. Ich habe sicherheitshalber, obwohl ich Kirchensteuerzahler bin und auch mal Ministrant war, nochmal nachgefragt, was die korrekte Anrede ist. Also die korrekte Anrede für den Erzbischof ist immer Exzellenz. Und wir freuen uns, dass Exzellenz Georg Genswein bei uns ist. Und der hat sich auch die Aufgabe und die Mühe gemacht, ein paar Worte zum Buch zu sagen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Servus. Was Ihnen lieber ist. Sehr verehrte Damen und Herren, zunächst ganz herzlichen Dank für die freundliche und liebevolle Einladung und darf mit einem Gruß beginnen, mit dem Sie entweder nicht rechnen oder den Sie erwarten. Papst Benedikt hat mir gesagt, also wenn Sie dann in München sind, grüßen Sie mir die Diözese und grüßen Sie mir diejenigen, die Ihnen zuhören. Ich grüße Sie herzlich von Papst Benedikt. Genau heute vor 10 Jahren hielt Papst Benedikt XVI. In genau dieser Stunde in Regensburg eine Jahrhundertrede. Als er in seiner alten Alma Mater aus einem Gespräch aus dem Jahre 1391 des byzantinischen Kaisers Manuel II. Mit einem gebildeten Perser über das Christentum und den Islam und über die Wahrheit zitierte. Im Nachhinein, heute,
erscheint manchen die Rede als prophetisch, die damals allerdings auch einen ersten Aufruhr der islamischen Welt auslöste, wofür ihn dann die Journalisten des Westens fortan als Professor Papst verspotteten. Doch heute feiert die katholische Kirche wie vor 10 Jahren auch das Fest Mariae Namen in Erinnerung an den Sieg des christlichen Heeres Europas in der Schlacht am Kahlen Berg vor Wien, wo sie am 12. September 1683 unter dem Pontifikat von Papst Innozenz XI. Die osmanische Eroberung des Abendlandes stoppten. An Mariae Namen sagt der Sommer Amen, sagte man lange im katholischen Deutschland, besonders auf dem Land, von wo ich herkomme und aufgewachsen bin. Und wo der 12. September lange Zeit auch eine ganz praktische, eine rechtliche Bedeutung hatte. Es war das Ende der Ernte und ab heute durften deshalb die Armen der Umgebung das liegengebliebene Korn von den abgeernteten Feldern aufsammeln. Und vielleicht trifft dieser letzte Aspekt ja am besten einen fast schon providenziellen Grund dieser Zusammenkunft, wo ich die Ehre habe, Peter Sewalds Buch »Letzte Gespräche mit Benedikt XVI. Vorzustellen«, dem ich seit 2003 als Privatsekretär diene und der dieses Buch nach seinem Amtsverzicht noch höchstpersönlich gelesen hat. Obwohl das Buch in den letzten Tagen weltweit in großen Teilen der Presse bekannt geworden und für viele also nicht mehr so neu ist, mag in meiner Vorstellung nun eine erste Klarstellung vielleicht doch noch recht hilfreich sein. Diese letzten Gespräche sind kein streitbarer Hard Talk im Stil der berühmten Serie der BBC und Peter Sewald hat erst gar nicht versucht, Benedikt XVI. Journalistisch zu grillen, wie es in der angelsächsischen Medienwelt genussvoll heißt. Vielmehr erhält das Buch die Aufzeichnung freundlicher Gespräche vor und nach dem Amtsverzicht des Papstes in einem intensiven Abfragen der Erinnerung, wo zwei ganz unterschiedliche, aber doch durch und durch bayerische Seelen, das darf ich als Schwarzwälder wohl sagen, im Tonfall und von Herz zueinander finden. Die großen Fragen hatte Peter Sewald Kardinal Josef Ratzinger schon vor 20 Jahren für das Salz der Erde und kurz danach für Gott und die Welt, sowie Papst Benedikt vor rund 8 Jahren für das Licht der Welt gestellt. Zu diesen bedeutenden Gesprächsbänden kommt hier nun ein Band mit einer Auswahl neugieriger Fragen, die Sewald selbst noch hatte, in einem Feld, das für viele fast schon abgeerntet schien, zu einer Biografie Josef Benedikt Ratzingers, über die er sich schon seit Jahren beugt, aber offensichtlich nicht so recht vorwärts kommt. Neben einer Variation schon bekannter Details aus seinem Leben überraschen die Antworten des Papa Emeritus deshalb diesmal durch eine ganz eigene und neue Intimität, in die das Buch den Leser mit hineinnimmt und durch eine fast unverblümte Sprache, wenn wir hier etwa aus dem Mund des zurückgetretenen Papstes vom großen Mundwerk seines Widersachers Hans Küng erfahren oder, besonders hier und heute am Münchner Salvatorplatz, vom ehemaligen Erzbischof von München und Freising hören, wie er ohne Filter von den Münchnern in ihrem bisserl Größenwahn spricht, den sie seinem Empfinden nach ja haben. Oder wo wir in einer anderen Sequenz plötzlich unvermittelt von der vorehelich geborenen Mutter Benedikts lesen, worüber die beiden freimütig sprechen. Dieser zwanglose Ton verleiht dem Band eine bisweilen fast zauberhafte Leichtigkeit und ungezwungene Heiterkeit, wo es vor den Antworten Benedikts immer wieder in Klammern heißt, holt tief Luft, tiefes Einatmen, schmunzelt, lacht, lacht auf, lacht laut, amüsiertes Lachen, heftiges Lachen oder Papst lacht lauthals. Zum Beispiel auf die Nachfrage Sewalds, ob Josef Ratzinger denn in Konzilszeiten mit der Theologenkommission auch wirklich im römischen Trastevere gezecht habe. Deshalb berührt es auch umso stärker, dass wir da, auf der Seite 61 steht das,
Einmal ebenso unvermittelt in Klammern lesen, der Papst weint. Bevor der alte Mann sich zu jener Abendstunde des 28. Februar 2013 äußert, also über dem Geläut aller Glocken Roms im weißen Helikopter nach Castel Gandolfo entschwebte, in die Abendstunden seines Lebens hinein. Da wusste ich, sagt er dann, dass er in diesem Moment des Darüberschwebens und dabei die Glocken von Rom läuten hörens, da wusste ich, dass ich danken darf und dass die Grundstimmung die Dankbarkeit ist. Das hat mich schon bewegt. Auf diesem Abflug saß ich ja neben ihm, selbst zutiefst erschüttert, wie jeder weiß, der diesen Abend und diesen Abschied vor dem Bildschirm verfolgt hat. Und ich weiß, dass er im Gegensatz zu mir damals nicht weinte, wenn ich das hier verraten darf. Und ich habe die Glocken Roms unter uns auch selbst bis jetzt noch im Ohr auf jenem Schicksalsflug, bevor wir in seinem geliebten Castel Gandolfo landeten, wo er sich ein letztes Mal auf dem Balkon des Papstpalastes mit einem Buonasera von den Menschen auf dem Platz und von allen Katholiken der Erde als Papst verabschiedete. Doch ich muss ehrlicherweise gestehen, dass mir heute bei der Lektüre eher an jenen Stellen die Tränen kommen könnten, wenn ich in diesen Aufzeichnungen immer wieder lese, welch ein leidenschaftlicher Fußgänger und Wanderer der alte Papst doch Zeit seines Lebens war. Im Gehen war ich immer gut, sagt er an einer Stelle. Ich bin ja viel gewandert, an einer anderen. Während ich heute doch vor allem vor Augen habe, wie der leidenschaftliche Wanderer von Tag zu Tag nur noch zu immer kleineren Schritten imstande ist. Seit vielen Monaten muss mir deshalb auch keiner mehr den guten Sinn seines Rücktritts von seinem überschweren Amt vor Augen führen. Denn das sehe ich ja Tag für Tag mit meinen eigenen Augen, was meinem Verstand kein Buch besser erklären könnte. Zeichnet dieser Band den Leserinnen und Lesern denn ein neues Bild von der Person Benedikts des 16. Hier davon muss ich mich natürlich ausnehmen, weil ich ihn ja, wie gesagt, täglich vor Augen habe und fast jeden Tag neue letzte Gespräche mit ihm führen darf. In den anekdotenreichen Hintergrundgesprächen Seewalds ist deshalb für mich auch vieles Ornament. Wo aber die öffentliche Wahrnehmung der Person Benedikts dennoch um viele überraschende und aufschlussreiche Facetten bereichert wird, und zwar in einem oft auf gut bayerisch ratschendem Plauderton. In mehr als einer Hinsicht ergänzt und korrigiert dieses Buch die Kenntnis vieler Leser vom ersten Pontifikat des dritten Jahrtausends deshalb auf fast beiläufige Weise vielleicht entscheidend. Das sind erstens das Wurzelgeflecht der Gründe und Motive und die genauen Umstände vom rätselhaften Amtsverzicht Benedikts des 16. Zweitens sein Verhältnis zu seinem Nachfolger Franziskus. Und drittens seine persönliche Sicht auf die verschiedenen Krisen und Skandale seines Pontifikats und nicht zuletzt die zutiefst menschliche Dimension des wohl letzten abendländischen Monarchen an der Spitze der katholischen Kirche, dem Macht nie etwas bedeutete und der als die glücklichste Zeit seines Lebens jene rund 12 Monate bezeichnete, als er nach seiner Priesterweihe am 29. Juni 1951 ein Jahr lang als junger Kaplan hier in München in der Pfarrei Heiligblut arbeiten durfte. Doch um mit dem ersten zu beginnen. Peter Seewald hat dem Heiligen Vater die berühmte Quo Vadis Frage nie gestellt, also jenes legendäre, wohin gehst du? Wie Christus selber Petrus fragte, als der Apostelfürst und Vorläufer aller Päpste über die Via Appia nach Süden aus dem brennenden Rom floh, das Kaiser Nero in Brand gesteckt hatte. Seewald hat auch nicht nach jener Passage aus der Antrittspredigt Benedikts am 24. April 2005 gefragt, wo der neu gewählte Papst den Gläubigen zurief, betet für mich, dass ich vor den Wölfen nicht davonlaufe.
hier sehen wir, warum. Die Fragen hätten nirgends gepasst. Denn das macht der Papa Emeritus immer wieder selber klar. Es war keine Flucht. Rom brannte nicht, es heulten keine Wölfe unter seinem Fenster und sein Haus war wohlbestellt, als er den Staffelstab zurück in die Hände des Kollegiums der Herren Kardinäle legte. Oder in seinen eigenen Worten: Ich bin überzeugt, dass es nicht eine Flucht war und schon gar nicht vor praktischem Druck, der nicht da war. Man darf nie weggehen, wenn es ein Davonlaufen ist. Man darf nie vor Pressionen weichen, man darf nicht im Augenblick des Sturms davongehen, sondern muss dann standhalten. Man darf nur weggehen, wenn niemand es verlangt und niemand hat es verlangt zu meiner Zeit. Niemand. Mir war klar, dass ich es tun musste und dass dies der richtige Augenblick war. Es war für alle eine völlige Überraschung. Soweit O-Ton Benedikt. Der Arzt hat ihm gesagt, ich habe es mit eigenen Ohren gehört, er dürfe nicht mehr über den Atlantik fahren oder fliegen. Wegen der Fußball-WM, also Weltmeisterschaft, war aber der nächste Weltjugendtag von 2014 auf 2013 vorgezogen worden. Sonst hätte er schon noch durchzuhalten versucht bis 2014. Aber so wusste ich, sagt er, das schaffe ich nicht mehr. Und alle anderen Dinge waren im Februar 2013 völlig und vollkommen bereinigt. So sei er da auch den Zeitpunkt gekommen, sich von den bisherigen großen Menschenmengen zu lösen und mich in diese größere Intimität hineinzubegeben. Es war, sagt er weiter, aber auch keine Flucht vor dem Anspruch des Glaubens, der den Menschen ins Kreuz hineinführt. Der Schritt ist keine Flucht, sondern eben eine andere Weise, meinem Dienst treu zu bleiben. Hat er den Rücktritt denn nur eine Minute bereut? Die Antwort ist vehement: Nein, nein, nein. Ich sehe jeden Tag, dass er richtig war. Es gebe auch keinen Aspekt, den er nicht bedacht habe. Im Gegenteil, alles sei nur besser gekommen, als er selbst es planen konnte. Daher auch dies: Als Gescheiterten kann ich mich nicht sehen. Ich habe 8 Jahre meinen Dienst getan. Und was ist an den vielen Verschwörungstheorien, will Seewald wissen, die seit seinem Rücktritt nicht verstummen wollen? Erpressung, Verschwörung. Darauf gibt der Papa Emeritus nur eine Antwort, kurz angebunden: völliger Unsinn. In Wahrheit bleibe hingegen dies aus seinem Schritt zu lernen und als neue Erkenntnis zu beherzigen. Ich zitiere: Der Papst ist kein Übermensch. Wenn er zurücktritt, bleibt er in einem inneren Sinn in der Verantwortung, die er übernommen hat, aber nicht in der Funktion. Insofern hat das Papstamt von seiner Größe nichts verloren, auch wenn die Menschlichkeit des Amtes vielleicht deutlicher hervortritt. Zitat Ende. Da ich, wie gesagt, täglich mit Benedikt XVI. Im Gespräch bin, war mir all dies nicht neu und ich kann es nur als authentisch unterstreichen. Persönlich muss ich aber sagen, schien mir in diesem Zusammenhang eine andere Passage irgendwie neu und bezeichnend und besonders erhellend, auch wenn sie an ganz anderer Stelle in dem Buch erscheint. Ende April, Anfang Mai 1945, erinnert ihn Seewald nämlich an eine Aussage der Erinnerungen Josef Ratzingers, die er 1998 veröffentlicht hat, wo es heißt: Entschloss ich mich, nach Hause zu gehen. Das klingt lapidar. Josef Ratzinger war 1945 17 Jahre alt und dienstverpflichtet an einem der Flakhelfer-Standorte in der Umgebung seiner Heimat.
In Wirklichkeit war das Fahnenflucht, erinnert ihn deshalb Sewald. Worauf die Todesstrafe stand, war Ihnen das nicht bewusst? Seine Antwort: Ich wundere mich nachträglich darüber. Ich wusste, dass da Posten stehen, dass man sofort erschossen würde und dass so etwas eigentlich nur schlecht ausgehen kann. Warum ich trotzdem so ungeniert nach Hause gegangen bin, kann ich mir eigentlich nicht mehr erklären. Welcher Grad von Naivität mir dazu eigen war. Es ging aber gut aus und nicht schlecht. Und hier, muss ich gestehen, wurde ich deshalb bei der Lektüre von einer Art Déjà-vu-Erlebnis heimgesucht, jedoch in einem umgekehrten Sinn, die bei mir die Frage aufwarf, ob in diesem prägend lebensrettenden Jugenderlebnis Josef Ratzingers nicht auch ein verborgener Schlüssel zu suchen ist für seinen spektakulären Schritt am Lebensende, an dem er sich so sicher wie ein Schlafwandler gegen 1000 Widerstände und viele guten Gründe im Sommer 2012 ein zweites Mal einfach und still entschloss, nach Hause zu gehen. Hier komme ich zu meinem zweiten Punkt. Was erfährt die Weltöffentlichkeit über das Verhältnis des Papa Emeritus zu seinem Nachfolger Papst Franziskus? Zunächst, er hatte überhaupt nicht mit Jorge Maria Bergoglio gerechnet. Der Erzbischof von Buenos Aires war für ihn eine große Überraschung. Er hatte überhaupt keine Vorstellung von seinem Nachfolger. Wie er dann nach der Wahl aber, Benedikt, am Fernseher in Castel Gandolfo sah, wie der neue Papst einerseits mit Gott redete, andererseits mit den Menschen, da war ich wirklich froh und glücklich, so Benedikt. Und was sage er dazu, dass Franziskus auf der Loggia ganz in Weiß erschien, ohne die rote Mozzetta, dem bis dahin traditionellen Umhang der Päpste? Er hat eben die Mozzetta nicht haben wollen. Das hat mich überhaupt nicht berührt. Doch diesen Aspekt der Herzlichkeit, der ganz persönlichen Zuwendung, habe ich zuvor an dem Erzbischof von Buenos Aires so nicht erlebt. Das war für mich wirklich eine Überraschung. Und nach der bisherigen Amtszeit von Papst Franziskus ist er da zufrieden? Ohne Umschweife antwortet er, ja, da ist plötzlich eine neue Frische in der Kirche, eine neue Fröhlichkeit, ein neues Charisma, das die Menschen anspricht. Das ist schon etwas Schönes. Viele sind dankbar, dass nun der neue Papst in einem neuen Stil auf sie zugeht. Der Papst ist der Papst, ganz gleich, wie er heißt und wer es ist. Mit seiner Art habe er keinerlei Probleme, im Gegenteil, ich finde es ja gut. Zu seinem eigenen Pontifikat sieht er nirgendwo einen Bruch. Er sieht neue Akzente, das schon, aber keine Gegensätze. Er ist ein Mann der praktischen Reform und dann ist auch da der Mut, mit dem er Probleme anspricht und nach Lösungen sucht. Und mehr noch, in mancher Hinsicht sieht er sich und seinen Petrusdienst durch seinen Nachfolger auch korrigiert, wie er offen einräumt. Etwa durch die direkte Zuwendung zu den Menschen. Das ist sehr wichtig. Er ist durchaus auch ein Mann der Reflexion und ein nachdenklicher Mensch, aber zugleich jemand, der es gewohnt ist, immer unter Menschen zu sein. Und vielleicht bin ich ja tatsächlich nicht viel genug unter den Menschen gewesen. Und so durchzieht überhaupt ein erstaunliches Maß an Selbstkritik, gewürzt durch manche Selbstironie, die Erinnerungen, die Peter Sewald in ihm abruft, und auch die Fähigkeit zu fast kindlicher Freude bis ins hohe Alter. Zum Konzil zum Beispiel, an dem er als junger und vielversprechender Berater von Kardinal Frings aus Köln teilnahm, und über die Reform des Konzils, an der er sich jetzt noch freut, räumt er dennoch umstandslos ein: Wir haben dazu sehr im Theologischen gedacht und nicht überlegt, welche Auswirkungen diese Dinge haben werden. Und es gab da auch viele Spinnereien und Zerstörungen. In jenen Tagen sah er sich selbst übrigens als Progressisten. Andere meinten, er sei ein Freimaurer, der wiederholt angeschwärzt wurde. Warum?
weil ich eben unfähig sei oder sowas und natürlich auch heretisch und so weiter. Tatsächlich ist er aber auch immer wieder verwundert über sich selbst und seine Naivität, wie er es nennt, und darüber, mit welcher Dreistigkeit ich damals in Konzilszeiten gesprochen habe, der sich auch jetzt noch auf Sewalds ungläubige und verwunderte Nachfrage als echten Fan von Johannes dem 23. bezeichnet und von dessen Film. Er selbst hingegen hat erst als Erzbischof von München und Freising mit dem gewohnten Radfahren aufgehört, weil er so unkonventionell nicht zu sein wagte. Im übertragenen Sinn aber war er überhaupt nie ein Radfahrer, der nach oben buckelte und nach unten trat. Er buckelte und buckelt vor keinem. Im Gegenteil. In seiner fast schon sprichwörtlichen Arglosigkeit hat er oft seine Gegner und Nichtfreunde gefördert und geschützt, wie etwa Hans Küng oder auch Kardinal Kaspar. Wäre er nur eine Woche später zurückgetreten, hätte sein schwäbischer Kardinalskollege wegen der fälligen Überschreitung der Altersgrenze für Kardinäle und ihre mögliche Teilnahme an der Papstwahl nicht mehr am Konklave für seinen Nachfolger teilnehmen können. Doch solche Gedanken, wie überhaupt alle taktischen und strategischen Machtspiele, blieben ihm Zeit seines Lebens fremd. Er selbst sagt, alle wussten, dass ich keine Politik mache und das hemmt die Feindschaft. Man weiß, der ist nicht gefährlich. Jetzt hingegen schreibt er Sonntag für Sonntag Predigten für 4 oder 5, manchmal auch 8 oder 9 Leute in seinem Klösterchen, der früher vor Tausenden, vor Zehntausenden, vor Hunderttausenden, vor Millionen sprach. Es ist in einem Gleiches. Die eher spöttische Rede vom Professor Papst aber kann bei ihm offensichtlich eher als Kompliment denn als Schmährede an. Vielleicht auch aus seiner Unfähigkeit, Zynismus selbst auch nur zu denken. Denn ich bin eben doch tatsächlich mehr Professor, jemand, der die geistigen Dinge überlegt und bedenkt. Ich wollte mein Leben lang ein richtiger Professor sein. Das war und blieb er dann auch bis heute. Ein deutscher Universitätsprofessor, der gern Stimmen imitiert wie das Schweizerdeutsch, Hans Urs von Balthasar, und der seine zahllosen Reden und Werke bis zuletzt allesamt mit Bleistift niederschrieb, in einer selbstentwickelten Ultra-Stenoschrift, um mit der Geschwindigkeit seiner Gedanken mithalten zu können. Und der sich auch in Krisenzeiten seine 7 bis 8 Stunden notwendigen Schlafs in der Nacht nie rauben oder nehmen ließ, auch nicht seine Siesta, an die er sich seit 1963, seit seinen römischen Konzilsjahren gewöhnt hatte, als jemand, der vor allem sehr, sehr gern am Schreibtisch saß und dessen unverzichtbares Instrument zur Geburtshilfe seiner gründlicheren Gedanken ein bequemes Kanapee war. Zitat: Ein Kanapee brauche ich immer und möglichst absolute Stille. Die politische Rede, die politische Bedeutung seiner Regensburger Rede und den internationalen Lärm darum hat er, wie er offen zugibt, in dieser Stille einfach nicht richtig eingeschätzt. Überhaupt hat der große Denker und Dichter große Anstöße immer wieder wie unbeabsichtigt gegeben, wie ein Wunderkind. Als er am 1. März im Jahre 1982 in Rom ankam, um den Vorsitz der Glaubenskongregation zu übernehmen, da konnte er noch so gut wie kein Italienisch und hatte keine Zeit für einen Italienischkurs. Italienisch habe ich nur im Mitreden gelernt. Das blieb natürlich auch mein Handicap. Und wie am Anfang, fiel er deshalb auch am Ende bei seiner Verzichtserklärung ins Lateinische zurück, das er bis heute glänzend beherrscht. Dass Menschenkenntnis nicht seine Stärke ist, gibt er ebenso unumwunden zu wie eine gewisse Vorsicht und Ängstlichkeit, der darum auch oft sehr behutsam und vorsichtig war, weil ich, wie er sagt, die Grenzen der Menschenkenntnis bei anderen und bei mir selbst oft erfahren habe. Im September 1991 hat ein Nichtraucher und Nichttrinker eine Gehirnblutung erlitten. Jetzt kann ich nicht mehr, hat der Johannes Paul II.
danach gesagt, der seinen Rücktritt damals gleichwohl kategorisch ablehnte. Die Jahre 91 bis 93 waren schwierige, ja mühsame Jahre, sagt er lakonisch dazu. 1994 kam eine Embolie dazu, danach kam es zu einem gelben Fleck auf der Netzhaut. Seitdem sieht er mit dem linken Auge nur ganz schlecht, also schon Jahre vor seiner Wahl zum Nachfolger Petri. Ein Aufhebens hat er nie davon gemacht, der halbblinde Papst, wer hat das je schon gewusst? Vielleicht ist Benedikt XVI. Deshalb auch für viele noch nie so menschlich geworden wie hier in diesem letzten Buch, in seinen großen Stärken und in seinen kleinen Schwächen und Gebrechen. In keinem seiner anderen Interviewbücher hat er so viel gelacht und niemals und nirgends geweint. Ich habe die Druckfahnen oft lesen müssen und am Schluss das Buch dann in einer Nacht noch einmal gelesen. Viele Seiten könnte ich deshalb fast auswendig wiederholen. Finden wir nun in diesen letzten Aussagen Benedikts XVI. Denn nun vielleicht sein Testament oder eine Korrektur seines Testamentes? Das wohl eher nicht. Sein Testament als Papst, das finden wir in den neuen Bänden der Insignamenti, die er von seinem Pontifikat hinterlassen hat, vor allem aber in seinen Jesusbüchern, die er einfach schreiben musste, weil die Kirche am Ende ist, wenn wir Jesus nicht mehr kennen. Und wir finden manche testamentarischen Erkenntnisse auch im Salz der Erde, in Gott und die Welt und dem Licht der Welt, die Sewald von ihm schon aufgezeichnet hat. In gewisser Hinsicht leistet dieses neue Buch Letzte Gespräche hingegen auf unspektakulär beiläufige Weise eine letzte Dekonstruktion seines alten Bildes bei Freund und Feind. Er lässt nirgends zu, dass der Interviewer ihn auf ein Podest hebt. Und er sperrt sich hartnäckig und widerspenstig gegen den Entwurf eines Denkmals seiner selbst und sabotiert, amüsiert und auf das Liebenswürdigste, wo er nur kann, jeden Versuch einer Heiligsprechung zur Lebzeiten. Oder, historisch kritisch gesprochen, er entmythologisiert sich hier immer wieder selbst, auch Peter Sewald gegenüber. Im Vertrauensraum dieser Gespräche fragt Sewald ihn bisweilen neugierig wie ein Kind seinen Großvater. Doch auch der hochgelehrte Kirchenmann selbst wirkt in seinen Antworten hier mehr als einmal unschuldig wie ein Kind, das lange auf dem Papstthron saß, rätselhaft und unergründlich, als ein Kind des Heiligen Geistes, das zwischen brillanten Analysen auch völlig unbefangen davon erzählt, wie er sich an Spielen wie Mensch ärgere dich nicht und solchen Sachen erfreuen kann, wo er doch so lange auch eine starke Seele brauchte, um all den Schmutz zu verdauen, der ihm etwa als Chef der Glaubenskongregation Tag für Tag unter die Augen kam. Als ein großes Kind Gottes mit entwaffnender Milde, das sehnsüchtig wie der heilige Augustinus danach verlangt, endlich in jenes Immerda zu gelangen, von dem es im Psalm 105 heißt, sucht Immerda sein Angesicht. Und als ein Kind, das immer noch heim will, wo es wieder so schön sein wird wie bei uns zu Hause. Aber auch als einen hintergründig und leise lächelnden Mann von einem fernen Zeitalter offenbart er sich hier aus quasi prähistorischer Zeit, wie er selbst einmal halb ironisch bemerkte. Trotz seiner überragenden und hellwachen Intelligenz und Bildung ähnelt er hier nirgendwo auch nur von Ferne jenem machtverliebten Gernegroß und furchteinflößenden Großinquisitor, als der er so oft von seinen Nichtfreunden verzerrt und verzeichnet wurde. Persönlich muss ich abschließend gestehen, rief die Lektüre dieser Gespräche deshalb mehr als einmal das wehmütige Bild vom kleinen Prinzen Antoine de Saint-Exupéry in mir wach, wenn Sie mir diese Anleihe bei dem französischen Piloten und Himmelsdichter gestatten. Und dabei muss ich nun auch selber lachen. Ein päpstlicher kleiner Prinz in roten Schuhen, in den Schuhen des Fischers.
von einem fremden Stern als ein herabgefallener Bote des Himmels für unsere Zeit, obwohl ich aus nächster Nähe vielleicht besser als jeder andere weiß, dass weder Josef Alois Ratzinger noch Benedikt XVI. Auch in dieser poetischen Figur natürlich durchaus nicht aufgehen. Doch damit soll es genug sein. Schließen möchte ich deshalb gern mit der Bauernweisheit des Tages vom Anfang dieser Vorstellung. An Marien Namen sagt der Sommer Amen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Dankeschön, Erzbischof Genswein. Vielleicht darf ich Sie gleich auf die Bühne bitten, dann können Sie gleich hier Platz nehmen und Peter Seewald vielleicht hier zu meiner Rechten. Und dann können wir noch ein paar Takte über das Buch sprechen. Und herzlichen Dank für die schöne Zusammenfassung und für die netten Worte, die wir gerade gehört haben. Jo, bitteschön, bitteschön. Peter Seewald, ich fange gleich mit Ihnen an. Haben Sie jemals mit dem Papst, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt? Leider nicht. Da hätte ich auch nicht gewinnen können bei seinem professionellen Hintergrund. Und die Frage ist natürlich auch, ob man einen Papst nicht gewinnen lassen muss, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Peter, Sie sind aufgewachsen in der Nähe von Passau, im tiefsten Niederbayern, das kann man wirklich so sagen, ohne da irgendjemandem zu nahe zu treten. Naja, tiefstes Niederbayern, Passau ist eine Kulturstadt, älter als München. Natürlich, Passau ist sowieso der Nabel der Welt. Hilft es ein bisschen im Gespräch mit dem bayerischen Papst, wenn man selbst aus Bayern kommt? Ja, das hilft enorm. Also das war schon bei unserer ersten Begegnung zu spüren vor über 20 Jahren, dass man aus derselben Gegend kommt, dass man bayerisch spricht, dass man auch die bayerische Mentalität und Lebensart in sich hat. Und dann spürt man, dass man wirklich leichter auf den Punkt kommt, dass da es gibt keine Sprachbarrieren. Das heißt, also das hat ein bisschen geholfen, wobei du auch ein Mensch bist, der mal eine ganze Zeit lang weg vom Glauben war, dann wieder dazu gefunden hat. War das mal ein Thema? Nein, das war seltsamerweise nie ein Thema. Er hat mich auch nie danach gefragt. Ja. Also ich habe ihm aber auch nie recht viel Zeit gegeben, mich etwas zu fragen, weil meine Fragenkataloge waren immer so lang, dass ich wusste, ich kann das ohnehin nicht unterbringen. Deswegen waren unsere Treffen also sehr, sehr, sehr nett, aber immer in so einer gewissen Arbeitsatmosphäre, weil ich versuchte, viel durchzubekommen. Das ist eine schöne Überleitung. Jetzt haben wir ja das Exzerpt, also das, was rausgekommen ist. Benedikt XVI., die letzten Gespräche mit Peter Seewald. Wie muss man sich die Gesprächssituation vorstellen? Ja, wie halt ein Journalist seinem Gesprächspartner gegenüber sitzt. In dem Fall ist es ein Papst, vorher war es noch der Kardinal. Also bei unserem ersten Gespräch habe ich mir noch gedacht, in meinem eigenen Wahn, ich muss da irgendwie auf Augenhöhe kommen und ziehe deswegen meine kaputten Jeans an, dass so gar nicht der Eindruck bei ihm entsteht, ich würde ihm da irgendwie entgegenkommen wollen. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit, hat sich dann das so eingestellt, dass wir einen sehr professionellen Umgang miteinander haben. Wir sind ja nicht befreundet, ich bin Journalist, ich frage meine Fragen und er antwortet immer sehr brav, muss ich sagen, weil er keine Fragen zurückweist. Von daher verstehe ich auch nicht, dass manche Kollegen dann schreiben, also er hätte sich jetzt selber irgendwie dargestellt oder wird sich rechtfertigen, schon aus der Entstehungsgeschichte dieses Buches sieht man ja, dass es eine andere Bewandtnis hat. Er geht nicht einer her und sagt, ja, ich möchte jetzt im Nachhinein noch meine Vita korrigieren oder ich möchte also meine Gegner da irgendwie eins auswischen. Schon gar nicht macht er das in irgendeinem harschen Ton oder in einem Ton der Verbitterung, wie man geschrieben hat. Also jeder, der nur zwei oder drei Seiten dieses Buches liest, sieht, da ist keine Verbitterung da, da ist jemand mit sich im Reinen, da ist auch aufgrund auch der großen Erfahrung des Alters eine große Weisheit zu spüren, eine Milde zu spüren. Ja. Und wir haben einfach diese Chance mit diesem Buch hier, der Erzbischof Genswein hat es wunderbar ausgedrückt, indem er also den Bogen gespannt hat.
Wir haben die Möglichkeit, noch einmal auf eine Jahrhundertbiografie zu schauen, eine deutsche Jahrhundertbiografie, wie es sie nicht mehr geben wird, auf einen Mann zu sehen, der in der Welt gilt als einer der großen Denker unserer Zeit, von dem viele sagen, er wäre der größte Theologe, der je auf dem Stuhl Petri gesessen hat. Und von so jemandem dann nochmal authentisch Antwort zu bekommen in einer letzten Wanderung durch sein Leben, ist natürlich ein ganz großes Geschenk, also nicht nur für den Journalisten, den fragen kannst, sondern auch für die Geschichtsschreibung. Ja? Und es ist vor allen Dingen ein Geschenk für die Menschen, die immer wieder konfrontiert werden mit einem Zerrbild von diesem Josef Ratzinger, das der Wirklichkeit nicht standhält. Ja, hier muss man mit Büchern arbeiten, um möglichst viele Menschen ganz ungefiltert einen Zugang zum Lebenswerk und auch zur Person Josef Ratzingers geben zu können. Und das ist das große Verdienst dieses Buches, wobei es zudem auch mit vielen Verschwörungsgeschichten aufräumt, also die sich gerade um den Rücktritt reimen oder mit den Spielchen den Boden entzieht, mit dem die beiden Päpste immer gegeneinander ausgespielt werden. Beide Spekulationen, ja. Er sei zum Rücktritt gezwungen worden, ja, musste genau. Zurücktreten. Oder das ist also ein großer Gegensatz zwischen diesen beiden Pontifikaten. Nee, also das sind große Errungenschaften dieses Buches und ich bin froh, dass man diese Sachen klarstellen konnte. Ich muss sagen, es liegt auch im Gegensatz zu den Vorgängerbüchern, vor genau 20 Jahren durfte ich in München das Salz der Erde vorstellen, liegt hier eine sehr große Verantwortung auf mich. Ich habe sie gespürt, indem zur Entstehungsgeschichte eben gehört, dass Papst Benedikt zunächst nicht dafür war, diese Aufzeichnungen jetzt zu seinen Lebzeiten zu veröffentlichen. Sie waren also gedacht, nicht zu seiner Rechtfertigung, sondern sie waren gedacht, wie jemand geschrieben hat, sondern sie waren gedacht als Hilfe für die Arbeit an meiner Biografie. Ich hatte da noch viele Nachfragen. Ich habe aber dann gesehen, dass es hier nicht nur einen hochinteressanten Stoff gibt, sondern dass es hier auch die Notwendigkeit gibt, diese authentischen Antworten jetzt zu veröffentlichen, um auch beispielsweise einer Geschichtsschreibung vorzubeugen, die sich dann begnügt mit so einer irreführenden Kurzformel, die lautet ja, also Josef Ratzinger war die falsche Wahl und die größte Tat war sein Rücktritt. Also was für ein Unsinn, wenn man allein sein Lebenswerk ansieht. Also die meisten Päpste ziehen ihre Bedeutung aus dem Pontifikat. Bei Josef Ratzinger existiert ein großes Werk bereits vor dem Pontifikat. Also seine Bedeutung ist eigentlich nochmal unabhängig von seiner Amtszeit. Exzellenz Genswein, kurze Frage, wie geht es dem Papst gesundheitlich? Oberschiebchen sehr gut, also Kopf ist in Ordnung. Mit dem Gehwerk ist es schwierig. Also mit Hilfe eines Rollators bewegt er sich eigentlich ganz ordentlich, aber er spürt, dass einfach die Kraft nachlässt und der Rollator gibt ihm Stabilität und Sicherheit und dann funktioniert's. Weil Sie das vorhin so nett formuliert haben, das Leben in seinem Klösterchen, wie ist so der Tagesablauf im Klösterchen, wie müssen wir uns das vorstellen? Also die Mannschaft, Peter Seewald hat mal von einer Alters-WG gesprochen. Es ist der Papst Benedikt, ich bin dabei, dann haben wir vier italienische Frauen, die Memoris, die waren schon bei ihm. In Polygamie. Bitte? Polygamie. Nein, hang's ab. Und die Schwester Birgit ist dabei. Also Schwester Birgit ist die Sekretärin, die wohnt aber nicht bei uns, sie kommt jeden Vormittag und Nachmittag, weil es wird immer noch viel gearbeitet. Ja. Nur der Tagesablauf ist ganz einfach, das kann man auch sagen, das habe ich schon öfters wiederholt. Also der Tag beginnt immer mit dem Wichtigsten, das ist die Heilige Messe in seiner Kapelle, das ist eine schöne Kapelle, und da sind ab und zu auch Gäste dabei und am Sonntag hält er eine Predigt, da hat Peter Seewald ihn ja entlockt, also eben für 4, 5 Leute, da gehöre ich auch dazu, eine Predigt schreiben. Das heißt, er predigt ja immer frei, aber er schreibt, er hat ein Predigtheft. Und das Bleistift ist natürlich ein wichtiges Instrument. Und das gilt nach wie vor, Gott sei Dank. Nach dem Frühstück, nach der Heiligen Messe ist dann das Gebet, Breviergebet, dann Frühstück und dann ziehe ich mich
sozusagen vom Berg herunter. Das Klösterchen liegt etwas höher in den Gärten und meine Arbeitsstelle liegt etwas tiefer im Vatikan. Und er vormittags hat in der Regel, also er betet, er liest, er hat Besuch und er versucht einfach mit sich im Reinen zu bleiben. Halb zwei ist Mittagessen, ab und zu sind Gäste da oder ein Gast. Dann kommt der obligatorische kurze Spaziergang auf der Dachterrasse. Wenn es so heiß ist, bleiben wir im Haus drin, weil es brutal heiß, 40 Grad. Dann die Siesta, von der ich gesprochen habe, die bleibt. Das Kanapé ist nach wie vor da, natürlich, klar. Dann gehe ich wieder runter ins Ufficio und nachmittags versucht er da längere Sachen zu lesen, weil da möchte er sich auch etwas frei halten. 19 Uhr ist dann der Rosenkranz, da gehen wir gemeinsam raus in die Gärten und da eben mit dem Rollator bewaffnet versuchen wir, also der ist leider etwas kürzer geworden, der Weg des Rosenkranzes, aber nach wie vor die Schönheit der Gärten, die helfen. Dann Abendessen und dann der letzte Akt gemeinsam ist dann in der Regel das Anschauen dessen, was bei uns Tagesschau wäre, heißt dort eben Telejournale. Dauert eine halbe Stunde, aber wird die Hälfte berichtet von dem, was wir in der Tagesschau hören. Also das ist viel, viel Cronacanera. Und dann zieht er sich zurück. Die Italiener machen es gerne ein bisschen ausgeschmückter, ein bisschen üppiger, aber vielleicht mit ein bisschen weniger Exzerpt. Vielleicht, ohne da was Böses zu tun. Nein, ja, und dann zieht er sich zurück und ich tue dasselbe. Ja. Peter, das heißt, zu Zeiten des Kanapés war dann Interviewpause. Streng, ja. Also wenn Josef Ratzinger irgendwo Panzerkardinal ist, dann in der Strenge der Zeitführung, sonst nirgendwo. Also es gibt wirklich eine deutliche Struktur, wenn ausgemacht ist, wir sprechen bis um 13.15 Uhr, dann ist da auch Schluss und dann freut er sich aufs Mittagessen. Aber zuvor ist es einfach, und es hat der Herr Erzbischof auch schön zum Ausdruck gebracht, einfach auch nicht nur hochspannend, sondern auch immer amüsant. Also diese, was in Klammern steht, Papst amüsiert, Papst lacht oder so, das habe nicht ich reingeschrieben, sondern die nette Mitarbeiterin, die das transkribiert hat, Papst amüsiert und so. Ich habe es dann stehen lassen, weil es doch auch den Eindruck ein bisschen vermittelt, in welcher Atmosphäre diese Gespräche stattfinden. Und es ist halt einfach so schön, weil er für einen Journalisten ist es wirklich eine dankbare Sache, weil man zum einen, wie schon gesagt, alle Fragen stellen kann, weil es da keinerlei Scheu gibt und weil er offen und ehrlich, und das darf man ja erwarten von einem Papst, die Ehrlichkeit, aber weil er halt auch kein Problem hat mit schwierigen Fragen. Ja. Also mir ist von irgendjemand vorgehalten worden, ich wäre da in irgendwie einer demütigen Haltung und so weiter. Also wer das Buch liest, der sieht da Fragen, die sich sonst niemand zu stellen wird trauen. Und die sagen, ja, ich würde auf den Fotos immer irgendwie so halb demütig. Ja, ich meine, es ist ganz einfach, er hört halt schlecht. Da muss man sich ein bisschen hinbeugen. Auf einem Ohr, ja. Also es erklärt sich also ganz einfach. Er verlangt ja auch wirklich keine Demut. Er nimmt einem da, er macht es einem sehr, sehr leicht, ja. weil er halt nicht irgendwie eine Ausstrahlung hat, die wo man Angst haben müsste, ganz im Gegenteil. Also das vielleicht nochmal zur Erklärung, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wenn sich der Peter Seewald also zum älteren Herrn hinüberbeugt, dann auch deswegen, damit eben die Akustik gut funktioniert, damit man eben die Frage auch gut versteht und dann auch gut antworten kann. Ihr habt über alle Fragen gesprochen, auch über den Rücktritt und über den Nachfolger. Man hat den Eindruck, wenn man das Buch liest, der Papst ist mit sich im Reinen. Ja, also er ist mit sich im Reinen, da muss man gar nicht so viel reden mit ihm, das spürt man einfach. Ja. Das ist in seiner Anwesenheit, kommt es rüber, man ist mit jemandem zusammen, von dem man wirklich hautnah eben spüren kann, dass er sein Leben gelebt hat und dass er es mit vielen Höhen, aber auch mit großen Tiefen gelebt hat, mit einer großen Anstrengung, dass er in diesem Leben alles gegeben hat, dass er sein eigenes Lebensglück immer wieder zurückgestellt hat und dass er sich erschöpft hat bis zum letzten Atemzug seiner Amtszeit. Ich fand es unfassbar, dass er in so einem Alter neben diesem
in dieser Aufgabe der Führer einer Weltkirche mit 1,3 Milliarden Menschen zu sein, ein Managerjob ohnegleichen, dass er daneben noch ein Jesuswerk schreiben kann und uns schenken kann. Und er ist jetzt am Ende dieses Lebens mit sich im Reinen, was nicht heißt, dass ihn nicht auch noch manchmal das Gewissen plagt. Das bringt er zum Ausdruck. Er sagt ja auch, er ist sehr selbstkritisch da drin. Er sagt ja auch, er hat, was ihm ein bisschen Sorgen macht, dass er mit manchen seiner Weggefährten und Begleiter oder seinen, das finde ich eine interessante Wortneuschöpfung, seinen Nicht-Freunden. Also er spricht nicht von Feinden, aber die nicht Freunde kennen wir ja auch, dass er also selbstkritisch sagt, also er hat nicht alles gut gemacht und es hätte er besser machen können, aber im Grunde kann er auch dankbar sein, seine großen Aufgaben, die ihm gestellt worden sind, also so gemeistert zu haben. Exzellenz, Sie haben gestern, glaube ich, in Altötting ein Standbild eingeweiht von Papst Benedikt zusammen mit Bischof Stefan Oster von Passau. Ja, wird der Papst noch mal nach Bayern kommen können? Wird er noch mal reisen können? Wird er noch mal Castel Gandolfo verlassen können? In den Vatikan. Also Castel Gandolfo war er nur einmal, letztes Jahr, dieses Jahr schon nicht mehr. Also die Einladungen sind Legionen. Also privatim und auch amtlich. Er selber sagt, ich habe die Wahl getroffen, mit dem Ort, also mit dem Kloster, und ich werde den Vatikan nicht mehr verlassen. Letztes Jahr war noch in Castel Gandolfo, das gehört zum Vatikan dazu. Da muss man nur praktisch die Distanz überbrücken, aber das ist also durch Dispens möglich. Ich gehe davon aus, dass er den Einladungen nicht mehr folgen wird. Ja, das ist ja auch immer eine Frage, die wieder gestellt wird, ob er vielleicht auch noch mal in seine Heimat Bayern zurückkommt. Peter Seewald, wenn wir uns jetzt das Buch nochmal anschauen, wir haben es auch in der Anmoderation auch schon gehört, auch von Herrn Übeleis, da ist wirklich ganz breit berichtet worden, in der Zeit, in der FAZ, in der SZ, in der Bild, in der Christ und Welt, wirklich überall ganz breit in allen Publikationen. Was aufgefallen ist, was eine der großen Schlagzeilen war, war die Kritik des Papstes an der deutschen katholischen Kirche. Wie siehst du das? Ja, also zunächst, also die Reaktionen auf dieses Buch und der Hype, der eigentlich da entstanden ist, hat also die kühnsten Erwartungen übertroffen. Der zeigt aber auch, welches großes Interesse, dass es nach wie vor in der Bevölkerung gibt, nicht nur in Deutschland. Wir haben also ähnliche Medienhypes auch in Italien, in Frankreich, in Polen. Also weltweit wird das Buch ja in 12 Sprachen jetzt erscheinen. Das Interesse ist enorm. Mich hat es dennoch überrascht in dieser Höhe. Man lässt sich auch immer ganz gern von der veröffentlichten Meinung beeinflussen. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man ja auch, wie erfolgreich der Theologe Josef Ratzinger ist. Seine Bücher erreichen Millionenauflagen. Er ist der erfolgreichste theologische Schriftsteller der Gegenwart in Deutschland. Hat seine erste Ausgabe des Jesusbuches eine 500.000 Auflage. Unser Salz der Erde hat inzwischen eine 500.000 Auflage. Also es ist ein ganz großes Interesse da an Papst Benedikt Josef Ratzinger. Viele erkennen, dass wir hier einen der größten Söhne dieses Volkes vor uns haben, der also nicht richtig gewürdigt und mit dem noch immer seltsam umgegangen wird. Was diese Passage betrifft, die da natürlich thematisiert worden ist, das war mir klar. Ich habe ihn danach gefragt, aber eben im Zusammenhang mit den Streiflichtern. Und wenn man ihn fragt, gibt er Antwort und er gibt sie so, wie er sie ehrlich empfindet. Und diese Antwort ist absolut nicht neu. Also er geht mit der deutschen, man muss es konkretisieren, mit dem Establishment der deutschen Kirche hart ins Gericht. Das hat er schon in seiner Freiburger Rede deutlich gemacht. Damals hat es nicht verstanden. Er spricht hier
an, dass hier in Deutschland, teils auch, weil es einfach zu viel Geld gibt, zu wenig Initiative da ist, zu viele Strukturen da sind, dass der organisatorische Apparat überhand nimmt. Und ich meine, da gab es jetzt eine große Aufregung, es war eine Abrechnung. Also die FAZ hat, da hat jemand geschrieben, er tat es schon wieder. Ja, also, was für ein Unsinn. Ich meine, wenn jetzt Franziskus jetzt über die Kurie sagt, ja, indem sie sagen alle, ja wunderbar, bravo, endlich sagt es jemand in dieser Deutlichkeit. Franziskus würde das über die deutsche, über Teile des Katholizismus in Deutschland ähnlich sagen. Wir reden ja nicht umsonst von einer gewaltigen Krise. Ich habe mit Bischof Oster ein Buch darüber gemacht, Gott ohne Volk, Fragezeichen. Und das ist eine Passage, die musste nachgefragt werden und die Antwort ist eben auch nicht neu und überraschend, ist kein Schlag gegen irgendjemand, sondern es ist die Sorge eines Hirten, eines Oberhirten, eines Papstes, der gerade was sein Heimatland betrifft, dann natürlich besonders sensibel ist. Exzellenz Genswein, sprechen Sie, Sie haben ja gesagt, Sie sprechen doch mehrmals am Tag mit dem Papst, sprechen Sie noch ein bisschen über die aktuelle vatikanische Politik? Wir sprechen über alles. Nicht alles ist berichtenswert, aber es ist ganz klar, dass... Berichtenswert vielleicht schon, aber wird vielleicht nicht berichtet. Es ist ganz klar, dass, sowohl über Aktuelles im Vatikan als über Aktuelles in der Heimat und in der Heimat speziell auch in Bayern. Das ist klar, Heimat, das Herz ist einfach bayerisch und es schlägt nach wie vor bayerisch. Das heißt, es gibt kein Gesprächsverbot und es wird auch nichts ausgeklammert, weil es vielleicht unschön oder nicht passend oder peinlich oder überhaupt nicht. Und es muss natürlich, klar, es muss natürlich im Vertrauensraum drin bleiben. Das gilt also besonders auch für das Vatikanische. Aber dass man miteinander spricht, weil man miteinander zusammenlebt und das ist das Normalste und ein gutes Zeichen. Ja, dieser Vertrauensraum ist verständlich, zwar schade für die interessierten Beobachter und Beobachterinnen, aber natürlich verständlich. Peter, was ganz wichtig ist, ich glaube, könnte man auch noch mal betonen, es soll keine Rechtfertigung sein, haben wir vorhin auch schon gehört. Das ist, glaube ich, auch was für dich als Autor einfach auch wichtig ist, wenn man dieses Buch jetzt, wenn das Buch jetzt in den Verkauf geht, wenn man das Buch sich jetzt anschaut. Ja, also mir geht es im Grunde darum, den Weg zum großen Werk Josef Ratzinger, zu seinem Lebenswerk, offen zu halten. Und ich sehe halt, dass dieser Weg immer wieder neu verschüttet wird. Deswegen muss man auch, bedarf es Klarstellungen und umso schöner, wenn man diese Klarstellungen aus authentischem Munde hat, noch zu Lebzeiten. Und deswegen freue ich mich, dass es möglich war, ihn davon zu überzeugen, den Papst Benedikt davon zu überzeugen, diese Texte doch jetzt schon zu veröffentlichen. Und es gab dann keine weiteren Hürden, außer einer. Also für ihn war wichtig, dass Papst Franziskus seine Zustimmung gibt. Und die hat er ohne jegliche Einschränkung und sofort gegeben. Es ist deswegen auch kein Brechen seines Versprechens, dass er sich zurückzieht. Ja? Also die Verantwortung liegt bei mir. Ich habe ihn überzeugt davon, dass wir zur Klarstellung gerade auch der Umstände seines Rücktritts hier nochmal eine authentische Antwort brauchen. Er ist kein Schattenpapst. Ja? Er hat sich zurückgezogen, er mischt sich nicht ein. Also von daher kann man nicht sagen, er will jetzt nochmal gewissermaßen das letzte Wort haben. Und ich freue mich, dass hier auch das ganze Spektrum dieses Buches so deutlich geworden ist. Ich freue mich auch, dass Josef Vösmeier hier ist, dass er das nochmal richtig auch mitkriegt aus dem Mund von Erzbischof Genswein. Josef Vösmeier möchte diese Biografie verfilmen und deswegen wehre ich mich auch dann so gegen so Sprengsel, gegen so einseitige Beurteilung. Ja. Also das wäre jetzt nur eine Rechtfertigungsschrift oder eine Anklageschrift und so weiter. Nein, es ist ein journalistisches Buch und es hat eine journalistische Qualität. Und ich glaube, jeder von den Kollegen hier hätte mit mir gerne getauscht und hätte gerne dieses Interview geführt. Und so geht
finde ich, saubere journalistische Arbeit. Es ist, hat nicht den Charakter eines Streitgesprächs, ja, sondern wir wollen Information haben und die gibt es hier reichlich. Da nicke nicht nur ich, aber ich hätte gerne das Gespräch geführt, auch die Kolleginnen und Kolleginnen. Das ist natürlich klar, das ist natürlich für jeden, wäre das eine ganz, ganz tolle Gelegenheit gewesen. Gibt es denn noch Fragen von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Bitte schön, machen wir gleich den Herrn da hinten. Es gibt eine Stelle in dem Buch, da spricht Herr Seewald den Papst Benedikt an auf die Kritik von Kardinal Marx an der pompösen Hofhaltung im Vatikan. Und die Antwort ist, was den Kardinal zu der Bemerkung veranlasst hat, weiß ich nicht. Meine Frage ist, sprechen die eigentlich gar nicht miteinander? Sie meinen Kardinal Marx und Papst Benedikt? Ich glaube schon. Aber diese Bemerkung wurde ja von Kardinal Marx öffentlich gemacht. Das heißt, wir haben das also gelesen. Und die erste Reaktion war pure Verwunderung. Ich meine, man muss vorsichtig sein mit Behauptungen oder mit Bewertungen. A, wenn man die Situation nicht so gut und kennt. Und B, wenn man dann selber mal die eigene Tür aufmacht. Insofern war die zumindest verwunderlich, die Behauptung. Auf Ihre Antwort, natürlich sprechen die miteinander. Ob Sie darüber gesprochen haben, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber generell wird gesprochen. Ja, natürlich. Wenn es auch kritische Worte gibt, öffentlich, ist doch ganz klar, dass miteinander, man muss ja auch Kritisches sich anhören. Und man darf auch Kritisches sagen. Manchmal muss man es ja auch. Auch öffentlich. Bitte schön, hier vorne war noch eine Frage. Ja, guten Tag. Ich habe auch eine Frage an seine Exzellenz Herrn Genswein zu einem Themenkomplex, der in dem Buch nicht auftaucht. Bei all den mutigen Fragen, die da tatsächlich gestellt wurden, dazu hätte man, denke ich, durchaus auch eine mutige Frage stellen können zu einem Thema, zu dem Papst Benedikt der 16. sich ja mehrfach geäußert hat und meiner Meinung nach widersprüchlich. Vielleicht kann seine Exzellenz das aufklären. Ist der Themenkomplex Fatima und das viel diskutierte dritte Geheimnis von Fatima. Er hat ja am 26. Juni 2000 in der Pressekonferenz im Vatikan, als das ein Teil, ein Dokument dieses Geheimnisses, ein weiteres wurde ja nicht veröffentlicht, dieses Geheimnis als abgeschlossen bezeichnet und interpretiert dahingehend, dass es das Attentat auf Papst Johannes Paul II. Am 13. Mai 1981 betreffe. Er hat aber, und da scheint mir der Widerspruch zu stecken, im August 1984 in einem Interview, das er selbst genehmigt hat mit Vittorio Messori, dem italienischen Journalisten, gesagt, dieses Geheimnis, also 3 Jahre nach dem Papstattentat, hat er gesagt, dieses Geheimnis würde die Zukunft der Kirche betreffen, die Gefahren, die der Kirche und dem Glauben in der Zukunft hätte. Vielleicht können Sie das aufklären und Frage, kennen Sie das komplette dritte Geheimnis von Fatima, wenn Sie so viel mit ihm sprechen? Also zunächst, ich habe das Buch vorgestellt, das heißt, ich habe den Inhalt des Buchs vorgestellt. In der Tat, die Fatima-Frage wurde nicht gestellt, weil es eigentlich keine Frage ist. Sie wissen ganz genau, dass der damalige Kardinal Ratzinger auf Anweisung von Papst Johannes Paul II. Anfang, das war Ende der 90er Jahre, zum Thema drittes Geheimnis von Fatima Stellung bezogen hat. Eindeutig und klar, da hat sich in der Zwischenzeit auch gar nichts verändert. Es gab vor einiger Zeit mal eine Behauptung, das dritte Geheimnis sei nicht veröffentlicht worden. Darauf, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zielen Sie ab. Das ist eine Behauptung ohne Begründung. Darum ist also ist die Frage gar nicht notwendig, weil auf diese Frage wurde vor 16 Jahren von ihm, Kardinal Ratzinger, bereits eine Antwort gegeben. Dann bleiben wir jetzt in dem Fall beim Buch und bitte schön, die Dame hinter Ihnen hatte sich auch noch gemeldet. Ich habe eine Frage an den Herrn Seewald. Gibt es denn von diesen letzten Gesprächen dann auch noch Inhalte, die Sie nicht in dem Buch verarbeitet haben? Beispielsweise, weil es der Papst Benedikt nicht wollte. Und was passiert mit diesen Passagen? Und hat er die abschließende Form des Buches, hat er die nochmal gelesen und sich da irgendwie geäußert? Ja, es gibt noch Passagen, die nicht im Buch sind, aber das sind keine spektakulären Passagen, das sind keine Enthüllungen, sondern das hat halt jetzt in die Dramaturgie nicht so gut hineingepasst. Wie schon gesagt, die Aufzeichnungen waren ursprünglich nicht gedacht eben für eine eigene Publikation, sondern als Hilfe, als Infos für meine Biografie, an der ich arbeite.
Die restlichen Infos können Sie dann in meiner Biografie nachlesen, wenn sie denn irgendwann mal fertig wird. Tut mir leid, aber es ist halt auch ein, gewaltiges Leben. Und ich staune, je mehr ich weiß, desto mehr staune ich darüber, desto schwieriger wird es auch. Und gerade wenn man erst die Zeitumstände auch damit einfließen lässt, wird einem ja erst deutlich und klar, warum es welche Handlung gab. Ja, ihr habt den Text gelesen, die allerletzte Fassung, wie sie hier auch publiziert wird. Gut, herzlichen Dank. Zwei Fragen, glaube ich, machen wir noch. Die Dame hier noch und den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk auch noch. Und daneben die Dame. Michaela Koller von Zenit. Ich habe zwei kurze Fragen an Peter Seewald. Herr Seewald, waren Sie überrascht über die heftigen, kritischen Reaktionen oder haben Sie, während Sie das Interview führten, das schon voraussehen können? Als erstes und als zweites, ich habe gehört, gelesen, dass Papst Emeritus Benedikt XVI. Seine persönlichen Akten vernichten möchte. Haben Sie für die Biografie da reinschauen können oder was ist überhaupt an dieser Meldung? Ja, zur zweiten Frage, also ich habe mich schon mal angemeldet. Ich habe gesagt, wenn er keine andere Verwendung dafür hätte, dann wäre bei mir ein guter Platz. Können Sie nicht lesen, ist alles stehen, können Sie nicht lesen. Gibt es eine Liste, in die man sich eintragen lassen kann? Da würde ich mich gerne auch noch eintragen. Ja, ich würde dann der Schwester Birgit ein tolles Honorar anbieten, dass sie mir das alles übersetzt. Ja. Zur ersten Frage, ja, zur Kritik. Also ich habe damit nicht gerechnet, weil die ja zunächst zu einem anderen Zweck geführt worden sind. Als klar war, dass das hier ein eigenes Buch wird, habe ich natürlich damit gerechnet. Also man kennt ja seine lieben Kollegen, das Papst-Bashing hat in Deutschland ein paar Großmeister hervorgebracht. Man weiß das und trotzdem trifft es ein und ärgert ein, vor allen Dingen, wenn es wirklich kein Boden für Behauptungen gibt, wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, wie in der FAZ, also es wäre ein Ton des Beleidigtseins oder so. Und ich sage, was liest der da? Warum schreibt der sowas? Warum beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen nicht mit dem Inhalt dieses Buches oder mit dem, wie es geführt worden ist, auch mit der ganzen Offenheit oder dass man sieht, was hier auch für eine große, fast literarische Qualität erhalten ist. Papst Benedikt ist ja auch ein Poet eigentlich, deswegen kann er auch so schön reden, deswegen hat er so schöne Bilder, deswegen hat er, weil er so sensibel ist, diese Leichtigkeit auch. Also, mich hat es getroffen, deswegen, weil ich hier eine ganz große Verantwortung auf mich spüre und weil es natürlich fatal wäre, wenn diese Stimmen Recht behalten würde, aber ich sehe jetzt umgekehrt den Erfolg, mit großer Buch Freude. Den Erfolg, glaube ich, ja, den Ärger dann ein bisschen aus. Es geht gar nicht so um den Erfolg, sondern es geht schon auch darum, wie Leser, die das wirklich gelesen haben und die sich ohne Vorbehalte dem widmen, was das denn bringt und wie mit welcher Freude sie das lesen und mit welchem Glück auch, ja. Also dieses Buch ist nicht für Journalisten geschrieben, ja, sondern dieses Buch ist für die einfachen Menschen geschrieben, ist vor allen Dingen auch für die Gläubigen geschrieben. Und es ist schön, schreibt mir jemand gestern, dass darin auch zum Beispiel ihr großer Vorbehalt, den sie noch hatte gegen den Rückschritt, aufgehoben worden ist und sie damit jetzt wirklich Antwort bekommen hat. Auch mit Blick auf die Zeit, die zwei Fragen machen wir noch da vorne, hier auf der rechten Seite, der Herr und die Dame daneben. Johannes Reichert, auch vom Bayerischen Rundfunk. Auf die Kritik vom Papst an der deutschen Kirche gab es ja auch schon die ersten Reaktionen in Deutschland, unter anderem vom ZDK-Präsidenten Sternberg oder auch vom Münchner Jesuiten Bartlock, mit dem Hinweis darauf, warum der Papst denn nicht in der Zeit, in der er in Deutschland an wichtiger Stelle war, unter anderem als Erzbischof in München-Freising, nicht Einfluss genommen hat auf die Kirchenstrukturen, wieso er sie damals nicht versucht hat zu verändern, anstatt jetzt im Nachhinein sie zu kritisieren. Kam das im Gespräch irgendwie vor, dieser Einwand? Ist das jetzt eine Frage? Ja, Herr Seewald, Herr Gensheim, können Sie vielleicht auch noch mal dazu was sagen?
Im Gespräch von mir, zwischen mir und dem Papst, kam diese Frage nicht vor. Wie gesagt, ich habe kein Streitgespräch geführt, es war ein Infogespräch. Und das ist zum Beispiel eine Reaktion, die mich nicht verwundert. Also das Verhältnis von Josef Ratzinger zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken beziehungsweise zur Führung dieses Verbandes war schon immer ein bisschen angespannt und nicht ganz einfach. Mir tut es leid, dass man jetzt so reagiert drauf. Also es erinnert an die Freiburger Rede, wo man auch nicht verstanden hat, was mit Entweltlichung gemeint war. Jetzt bei Franziskus versteht man es plötzlich und sagt man, ja wunderbar, da spricht jetzt jemand von Entweltlichung. Hätte mich gefreut, wenn er diese Kritik aufgenommen, sich damit auseinandergesetzt hat, wie gesagt, die Situation des Christentums, nicht nur der Kirche, des Christentums in Deutschland, ist dramatisch. Also da wäre es schön, wenn man sich auch von einem erfahrenen Menschen, von einem Papst etwas sagen lassen könnte. Ja. Exzellenz, dazu noch ein Punkt? Na ja, gut, ich meine, ich sage es in einem etwas kräftigen Beispiel, getroffene Hunde bellen. Das heißt konkret, ich habe die Butlock-Kritik, die habe ich überflogen, die ist ziemlich giftig. Die Behauptung dann von Sternberg, Josef Ratzinger als Kardinal war ja 5 Jahre sozusagen selber im System drin, warum hat er das nicht verändert? Dann müssten die im System drin sind, wissen, dass man ein solches System innerhalb kürzester Zeit allein nicht verändern kann. Aber ich möchte das wiederholen, was Peter Sewald vorher gesagt hat. Es geht um die Sorge eines alten Hirten, der eben weiß, wovon er spricht. Und es ist Ausdruck einer Sorge. Es geht nicht darum, dass er bissige Kritik üben will, sondern mit seiner Sorge eben aufrufen möchte, dass da wirklich etwas im Argen liegt und dass da muss etwas geändert werden. Wenn das Kritik hervorruft, dann kann man nur sagen, dann kann es nur heilsame Kritik sein und dann sollen aber die Herren, wenn sie dann schon so kräftig bei der Kritik sind, sollen sie mal etwas tun, dass auf diese Kritik hier richtig geantwortet wird. Amen. Die Dame daneben noch und dann, glaube ich, können wir in Anführungszeichen zum gemütlichen Teil des Vormittags und Nachmittags übergehen. Bitte schön. Gabi Hafner, Münchner Kirchenradio. Herr Sewald, dieses Buch als Vorarbeit zu Ihrer Biografie, sind Sie da auch durch diese Gespräche wieder auf neue Fragen gestoßen, offene Punkte, wo Sie sagen, da kann ich mir diese Person noch nicht wirklich im Letzten erklären oder liegt Benedikt vor Ihnen wie ein offenes Buch? Ich glaube, dass es niemanden gibt, der sagen kann, ich kann mir Josef Ratzinger ganz erklären. Das ist eine sehr vielschichtige Persönlichkeit mit einem großen, langen Leben, mit vielen Facetten. Er ist einerseits so genial wie bodenständig und es gibt wie bei jedem Menschen, vielleicht auch bei ihm, Dinge, die er sich selber nicht ganz erklären kann. Jeder Mensch hat hier seine Seiten, wo er sich nicht ganz kennt. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin immer wieder neu erstaunt. Je mehr ich weiß, bin ich auch ergriffen über das, was er sich auferlegt hat in diesem Leben, wo er doch also eigentlich in Regensburg sehr, sehr glücklich gewesen wäre, als Professor sehr, sehr glücklich gewesen wäre. Und das ist das Leben eines Dieners. Das war im Übrigen meine erste Geschichte über ihn im SZ-Magazin. Da hat jemand drüber geschrieben, das war gar nicht die Geschichte eines Dieners. Und mir war damals nicht bewusst, wie wahr dieser Satz ist. Ja, das merkt man dann, wenn man als Biograf immer stärker einsteigt und durch die Zeiten geht und sieht, wie er agiert hat. Im Übrigen immer als sehr moderner Mensch, wie ich ihn empfinde, immer sehr extrem mutig, aber nie jemand, der verhärtet, der auch nicht in dieser Zeit, wo er als sogenannter Panzerkardinal, also wirklich aus allen Rohren beschossen worden ist, nicht verhärtet ist, sondern das hat ein Freund von ihm gesagt, der hat gesagt, Josef Ratzinger ist einfach ein Mozart-Typ. Der lässt viele schreckliche Sachen vielleicht an sich heran, aber er tut sie nicht in sein Werk
einbringen. Ja, das bleibt frei davon. Also ich habe noch viel zu tun für diese Biografie. Ich hätte halt noch unzählige Fragen, aber vielleicht gelingt es mir mit Erzbischof Genswein doch noch eine Stunde rauszuschinden oder zwei. Aber irgendwann muss natürlich Schluss sein. Und es gibt natürlich auch auf diesem Weg viele Zeitzeugen, die man befragen kann. Da war übrigens kein einziger dabei, der das Bild, das von Ratzinger gern in den Medien dargestellt wird, unterstützt hätte oder überhaupt was damit anfangen hätte können. Also Wegbegleiter, die mit ihm in die Schule gegangen sind, die mit ihm studiert haben, die mit ihm gearbeitet haben, die seine Studenten waren, die seine Mitarbeiter waren, die schütteln alle darüber den Kopf. Jetzt kann man sich fragen, spinnen die oder spinnen die, die manchmal so ein Bild zeichnen? Deswegen habe ich mir für diese Biografie wirklich auch viel Zeit gelassen, möchte viel recherchieren und es ist ein Jahrhundertleben und es soll dann schon auch so mit aller Gründlichkeit auch in der Biografie ausgearbeitet sein. Also die Arbeit geht weiter und vielleicht wird auch noch mal über den päpstlichen Terminkalender gesprochen und man schaut, ob vielleicht nicht doch noch eine Stunde bei der einen oder anderen Gelegenheit frei wäre. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Peter Seewald, herzlichen Dank, Herr Genswein, danke schön, dass Sie da waren und danke schön Ihnen natürlich auch im Namen vom Grömer Knauer Verlag.